Also langsam muss ich gleich runter. Das gute Hyrule-Klärwerk, ja. Hallo, stopp, mein Reh. Mein kleines Reh. Berghirschkuh, tut mir leid. Du musst auch das Fleisch fotografieren, das du droppst. Tut mir leid. War gelogen. Tut mir leid. Das wollen sie nicht als Foto. Zutaten sind anscheinend nicht fotowürdig. Schiebt es auf meinen Bock auf den Grillteller, dass ich die Hirschkuh jetzt erschossen habe. Dennis ist schuld. Irgendwo über mir ist die Blume gespawnt. Ich hab's. Ist sie nicht. Dachte ich jetzt über mir gehört. Da komme ich doch her! Nicht hat sie gesagt. Was passiert, wenn man Tollbautomatik, dass du meine Kunstwerke direkt abspeicherst, wenn ich hier so einen Quatsch mache? Was passiert, wenn man so macht? Müsste von der Federleistung ja eigentlich genauso funktionieren, oder? Drache. Welcher? Zelda. Okay. Wie ich jetzt einfach immer droppe. Imagine, irgendeiner guckt ganz kurz in den Stream. Und will nur mal ganz, ganz kurz gucken, so, wo ich so stehe. Und sich aber selbst nicht groß spoilern. Oder raidet rein und guckt ganz kurz rein. Und ich drop dann so, ach, guck mal, Zelda. War noch gar nicht da oder so. Oder es ist Quatsch. Aber es ist halt zu vermuten, dass das Zelda ist. Darüber reden, dass ich wollte nicht. Der hat mir seinen Ast ins Gesicht gehalten und deswegen habe ich ihn fotografiert. So müssen sich Dickpics anfühlen.
Was für schlechte Fotos, ne? Aber das ist dem Spiel zum Glück so egal. Werden die auch von jemandem Fremden ins Gesicht gehalten? Dickpics, ja. So muss ich das also anfühlen. Du willst was ganz anderes sehen? Und dann wird dir so ein Ast ins Bild gehalten. So. Ich glaube, ich habe jetzt schon mehr Fotos gemacht als in Breath of the Wild ever. Ich glaube, bei Breath of the Wild habe ich alle Fotos gekauft. Was ist das? Ist das Verheerungsrestsuppe? Sie tut nicht weh. Aber ist das Verheerungsrestsuppe? Oh, Zoradorf. Nope, okay. Ah, das ist dann bestimmt die Seuche, die die Sora hier gerade heimfährt, ne? Ja, okay, da tropft was vom Himmel. I see. Ja, ja. Rache. Chat. Mein Handy erinnert mich gerade an was. Das ist wichtig, das darf ich morgen nicht vergessen. Goro hat morgen Geburtstag. Darf ich nicht vergessen. Wenn ich morgen streame, fragt mich, ob ich Goro gratuliert habe. Tausend Höhlen in diesem Berg. Was ist ein Rumi? Das ist gut. I. Natürlich geht der Bogen jetzt kaputt. Ich hasse alles. Mann, der hätte richtig Cash rausgedrückt. Wenn man die mit der Slow Motion trifft, ist das immer richtig geil. Dann kannst du die 3, 4, 5 mal treffen. Also bis halt nichts mehr rauskommt. Ist jetzt ein bisschen nervig mit den Fotos machen, aber es lohnt sich halt, die zu machen. Warum ist das ja nur am Anfang nervig? Irgendwann hat man ja gefühlt alles. Zeig doch mal deinen. Hat der ein Steinding? Der war komplett aus Stein. War er tatsächlich. Ich finde auch, es ist an der Zeit. Ich glaube, wir retten die Zora jetzt. Wir sind jetzt bei den Zora gerade.
Da kann man die Zora auch mal retten. Wenn wir eh schon da sind. Also wir machen jetzt natürlich diese Höhle, aber wir retten auch die Zora. Alles geht kaputt, Mann. Sagen, den kann ich nicht fotografieren, what the fuck? Mein 37 von 64, was? Im Album drin habe ich so viele Slots. Ja, okay, dann muss ich ja bald Sachen löschen. Das ist eine Mission. Ja, okay. Ah, das ist auch ein anderer Raubschleim, weil Felsraubschleim. Okay, I see. Aber wenn man die einmal im Handbuch hat, dann kann man die ja löschen, ne? Dann ist ja egal. Jetzt ist nur noch ein Raubschleim. Er dreht sich extra so, dass man da nichts mehr trifft. Komplette Frechheit. What? What? Wieso brennt der nicht? Wieso mache ich den gleichen Fehler? Wieso töte ich mich wieder selbst? Warum? Ach, Mann. Weil ich dachte, beim ersten Mal hat die Bombe einen Stein getroffen wahrscheinlich. Dachte ich wirklich, dass der einen Stein geschossen hat und deswegen ist die Bombe in meinem Gesicht explodiert. Moment, zählen die Fotos denn, die ich dann gemacht habe? Nee, lol. Okay, gut. Dann muss man die Fotos alle natürlich nochmal machen. Der resettet wirklich den Save dann. Das ist dann nicht einfach nur so, okay, du bist gestorben. Hier, ich stell dich jetzt wieder hier hin. Es wird neu geladen. Na komm. Oh, das Leuchtsam aktiviert, lustig. Habe ich den nicht fotografiert, ne? Weil ich dumm bin. Aber wird ja nicht der letzte sein, den ich gesehen habe. Ach, die zählt anscheinend schon einfach zur Schatztruhe, okay. Ein Zora-Schwert. Look at that Erzbrocken. So.
Kann man die mit Pfeilen durchtrennen? Nein. Anzünden, oder? Sprengen geht auch. Oh, was sind da für Gegner? Sind da wieder die... Yep. Wir müssen nur ins Wasser fallen, alles gut. Den Loot hole ich mir. So, was haben die hier oben nie? Selbst in der Höhle kannst du nicht klettern, weil es rutschig ist. Hätte ich auch viel früher mit anfangen können, ne? Mit den Fotos, aber nein. Eigentlich wusste ich ja, dass das passiert, aber nein. Mann! Keine Chance, da hochzukommen. Bin durch die Lücke gefallen. Es geht, man hat es ja gerade gesehen. 2, 3. 1, 2, 3. Nicht bewegen. Also Leuchtsamen und Leuchtpilz ergibt anscheinend irgendwas zu essen. Oder es ist einfach kein Hint, was hier liegt. Leuchtsamen, Leuchtpilz und Fleisch. Wenn man mal an die Fotos denkt, geht das auch echt flott. Da ist es schwerer, die Dinger zu fangen. Der Tempel ist in die andere Richtung, aber das ist ja egal. Frag mich, ob es je nach X Fotos wieder belohnt. Ich glaube, es gab Belohnung, ne? Je nach X Fotos oder so. Schade. Irgendwo da liegt ein Hartholzbügel drin anscheinend. Oder auf meiner Waffe ist ein Hartholz. Ah, auf meiner Waffe ist einer. So. So, wir wollen wieder rein. Diese Klammer-Echsen klammern nicht gut genug. Die fallen immer von der Wand. So, wir wollen zum Schrein. Die haben das Geräusch so viel angenehmer gemacht. Bei Breath of the Wild hätte ich das schon lange ausgemacht, das Geräusch, weil das immer dieses Bling, 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 Bling.
kann trotzdem nerven. Vor allem, wenn es lange blinkt. Bling, 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 bling. Warum ist das, glaube ich, nicht in der Höhle, ne? Ich habe, glaube ich, noch kein einziges Insekt gefangen. Verdammt. Da war ich zu energisch. Und hatte Hoffnung, dass es klappt. Bevor ich halt zu den Zora gehe, will ich den Turm mitnehmen. Die Höhle ist auch noch nicht fertig. Vielleicht ist da doch ein Schrein drin. Ich habe den Weg nur noch nicht gefunden. Hätte ich in der Höhle nicht einfach den... Ach, ich bin wieder dumm. Ich hätte doch bestimmt den Deckenskill machen können und wäre dann komplett den Berg hochgejietet. Vielleicht wäre die Deck... Ah, nee, ja. Ja, doch, den Berg hochgejietet hätte klappen können. Schade. Tiefer, also doch unter mir der Schrein, ja. Ja, weiß ich, habe ich verstanden. Höhle im Sorana Hochland. Ihr tropft bitte alles. Hier komme ich wieder nicht hochgeklettert. Oh. Ich habe kein Sprungbrett. Und ich habe kein Schild mit Sprungbrett. Das ist jetzt scheiße. Da komm, also bis ich da hochgeklettert bin, dann kletter ich lieber hier den Berg hoch. Zeug tut mir aber nicht weh. Es macht mich langsam. Das scheint das Ding zu sein von dem Zeug. Wahrscheinlich kann ein Zora da drin nicht mehr, also können Zoras dadurch nicht mehr schwimmen. Ist das Maschinenöl, weil die Maschinen im Himmel mit Öl laufen? Man weiß es nicht. Der Turm ist dicht. Geil. Aber hier unter mir scheint ja irgendwie eine Höhle zu sein wieder. Bitte hilf mir. Der Schlamm hat mich überrascht. Wenn ich nur Wasser hätte. Es ist Super Mario Sunshine.
hast mich gerettet. Danke dir. Dass ausgerechnet ich, Baso, Hauptmann der Wache im Dorf der Zoras hier zu Boden gehe. Peinlich. Nach dem Kataklysmus begann plötzlich schmieriger Morass vom Himmel zu fallen. Er verdarb das Wasser im Dorf der Zoras und zog gar hier hoch. Wir sind alle völlig verzweifelt. Daher machte ich mich auf das Gebiet, um unser Dorf zu untersuchen und bekam hier eine volle Ladung ab. Wenn ich daran denke, bekomme ich direkt wieder Atemnot. Ach, meine Kiemen kleben immer noch. Ohne dein Wasser wäre ich sicher. Ach, ich will überhaupt nicht dran denken. Bitte nimm diese Zora-Lanze als Dank. Genau wie alle anderen Waffen hat sie den Kataklysmus zerfressen, aber man kann immer noch mit kämpfen. Hier, den Stock braucht keiner. Weg. Okay, war einfach. Der Todesstern ist unter mir. Star Wars spielt auch hier eine Rolle, Chat. Ja gut, hier drüber wird ein Tempel sein. War da ein fliegender Wal? Wait. Das soll doch einen fliegenden Fisch darstellen. Das ist doch bestimmt der Tempel. Für die Zora. Warte mal. Mal den von den Orni auch gesehen. Ja gut, der von den Orni sieht natürlich... Okay. Der war ein bisschen größer. Wenn das der Tempel ist, wäre es ein bisschen klein. Dann sieht das eher nach einem Tempel aus für die Zora. Ja, ist okay, Spiel. Ich weiß. Ding dong, ding dong. Ich weiß, dass in der Nähe... Boah, tiefer. Er sagt sogar hier oben noch tiefer. Da ist doch bestimmt ein Schrein. Das Viereck da sieht sehr schreinig aus. Die Kiste ist hier. Untergrund sind so viele X, ne? So, wie kommen wir denn da rein? Da ist ein Loch drin. Man könnte versuchen, reinzufliegen. Ich habe aber keine Raketen. Der nächste Step wäre... Ich muss das Bimmeln ausmachen, ganz ehrlich. Geh jetzt noch mal zum Turm. Und lass mich hochschießen, um in diese Kugel zu kommen. Das Loch ist gerade perfekt. Da ist ein Schrein drin, lol. Oh Gott! Okay. Das
kriegen wir denn hier? Ist überhaupt nicht Brainfuck, hier drin zu stehen, während sich da alles dreht. Ich wollte gucken, ob ich kleine Kugeln habe mittlerweile. 6 habe ich noch. Okay, sehr gut. Laserwerfer. Yo. Okay. Wait a minute. Du willst mir sagen, das dreht sich, weil das sich dreht? Lustig. Hier drunter ist noch was. Aber was? Wie? Müsste das Loch nach unten drehen? Damit ich hoch, damit ich unten reinkomme, oder? Beschwingt. Oh Gott, irgendwas mit Gleitern, Chat. Und irgendwas mit Skateboards. Okay. Was ist dieser Dungeon? Als ob die jetzt da spawnen. Wieso ist denn der zweite jetzt hinterhergekommen? Warum fliegen die so unterschiedlich? Weil ich drauf stand wahrscheinlich. Kommt jetzt immer ein neuer. Wie cool. Ach so. Aber wozu ein Skateboard? Und wo ist die Kiste, die ich hier suche? Da könnte man auch hin. Hier werden die aber nicht mehr respawnen, oder? Weil der landet ja hier. Der respawnt ja jetzt nie wieder. Warum? Warum? Da ist die Kiste. Fallen schneller als ich dachte. Okay. Moment, ich habe einen Gleiter. Das ist sinnvoll, dass der hier liegen bleibt. Der wird gebraucht. Der wird gebraucht, Chat. Bleib hier. Aber wie komme ich denn da hoch? Wait, ach, ich sehe schon.
spring doch, Link. Link ist nicht gesprungen. Aua, okay, das tat mehr weh als gedacht. Oh wow. Okay, ich muss hier. Okay, okay, okay. I see. Das soll jetzt reichen, wenn ich mit einem Ventilator. Aber warte mal. Was ich mich jetzt frage. Also ich habe das ja schon mal ähnlich gebaut. Reicht es denn so vom Gewicht sparen und so? Wenn ich den Wagen einfach so hinstelle. Und den. Hier drauf lege. Fährt der dann trotzdem? Dann haben wir weniger Gewicht. Ja. Nein. Funktioniert trotzdem. Oh lol. Gut funktioniert. Besser als ich dachte. Bonk. Ich glaube, das war besser ohne Wagen drunter. So, jetzt bin ich immer noch in diesem Todesstern und unter mir ist aber noch Zeug. Wie kommen wir... Jetzt dreht er sich wieder. Kannst du mal... Ich habe das doch extra ausgemacht vorhin. Können wir das mal bitte langsam drehen? Das Loch ist jetzt über mir. Jetzt kommst du da runter. Oh nee, jetzt ist das Loch da. Ich will hier die Hälfte haben und gucken, ob ich dann drunter kann. Kann ich da jetzt runter? Oder ist hier zu dick? Scheiße. Nein! Link, halt dich an dem Ding fest. Nein. Warte. Wo ist der Turm? Ach, weißt du was? Teleportiere mich wieder hoch. Ich muss die Kugel wahrscheinlich wieder drehen. Ach Mann. Oh nee, oder ist sie aktiv? Ist sie aktiv? Dreht sie sich? Hör auf!
Bleib so, bleib so, bleib so, bleib so, bleib so. Perfekt. Ich hüpfe jetzt hier gegen die Wand. Oder so. Aha. Nice. Noch zwei. Nice. So, warte mal. Ich habe Pläne. Als ob ich das jetzt nicht wieder mit einem Pfeil aktivieren kann. Ich nur mal umschauen, nicht, dass hier oben drauf auch außen irgendwie eine Kiste klebt oder so. Wo will ich hin? Eigentlich will ich zu den Zoras. So. Bei den Zoras oben ist. Ich meine, von hier kommt man immer gut zu den Zoras. Wenn man mal irgendwann über diese Kugel hinwegkommt, dann sollte das... Keine Ausdauer mehr. Wäre jetzt natürlich smart gewesen zu springen. Okay, bei den Zoras unten ist ein Schrein. Da kommt die Seuche runter. Oh, wir gehen jetzt straight runter, ne? Wir hätten ja auch ruhig mal aufräumen können, bevor ich komme, ne? Wasserkraft, okay. Oh, neues Bauteil. Ich sehe schon. Oder ist das eine Batterie? Nee. Was ist es? Was ist es? Einmal cheaten. Batterie. Oh lol, aber die ist leer. Oder was? Die sieht ein bisschen anders aus hier. Stellt die Batterie wahrscheinlich hier hin und dann... Ja. Aber die ist halt leer. Anscheinend.
Kann cheaten. Hä? Willst du mich verarschen? Was? Ich kann wirklich cheaten. Wahrscheinlich lade ich die hier auf. Mit der Wasserkraft. Okay, warte, 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 warte. Wahrscheinlich. Okay. Heißt ja Wasserkraft. Wasser macht Strom. Ist ja nichts Neues. Das macht jetzt Strom und würde mit die Batterie laden. Okay. Aber ich konnte jetzt mit meinem Schild die Batterie auch laden. Lustig. Und wenn ich jetzt ins Wasser gehe, tut mir das nichts. Okay, gut. So funktioniert Strom nicht, Kinder. Macht das nicht nach. Nicht nachmachen. Ich wollte gerade sagen, eigentlich sollte die Batterie mittlerweile leer sein. So, jetzt laden wir die eben. Das ist eigentlich echt cool. Deswegen sieht die Batterie auch so anders aus, weil das Akkus sind. Sehr schön.